Moin Leute, euer Eddie hier. Willkommen zu Cassette Beasts. Letzte Folge haben wir ja sozusagen die erste Ranger-Prüfung gehabt. Genau. Dann machen wir jetzt mal hier weiter. Ich hatte jetzt letzte Folge auch die Quest abgeschlossen, hier mit der auf der Jagd. Genau, da muss ich da bis nach oben hin. Ah, okay, das könnte man noch machen. Hoffentlich gibt es ein Monster, das wie eine Rakete. Warum? Schießen. Jetzt könntest du das bestimmt auch. Oh, okay, das ist eine neue Fähigkeit für mich. Das wird das Ziel für die Folge, denke ich mal. Dass wir diese Rocket da irgendwie mal bekommen. Bin ja auch voll gestärkt, habe jetzt auch eine neue Fähigkeit erlernt. Ich glaube, da war aber Sackgasse, ne? Ach komm, der sieht mich von da. Ja, egal, machen wir den kurz weg. Wie kann ich die? Muss ich wahrscheinlich im Menü machen. Let's go. Ah, das ist Typ Boden, ne? Ich glaube, der ist. Nachher vergiften den Gifttyp. Des Gifttyps verbleiben. Ich kann der Erdtyp. Okay. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Okay, kriegt doch gut Schaden. Ein Sandeinschlag. Ziel des R-Typs beim Angriff. Blitztyps ändern ihren Typen und werden zu Glas. Eine bestimmte Anzahl von Routen lang den Hermetyp. Okay. Ist jetzt Typ Glas. Das ist halt. Das finde ich fucking insane einfach. Dass ich einfach den Typen ändere von dem. Also ich greife den an und der Typ von dem Monster ändert sich einfach, weil ich den angegriffen habe. Okay. So, ist eine Bestie. Wunderbar. Machen wir trotzdem einfach. Kann sein, weil der jetzt gestorben ist, liegen da jetzt Glassplitter. Das ist natürlich. Und tschüss. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Doppelklapser. Dass, wenn der Schaden vorher kassiert, dann macht er nicht mehr den Damage. Also dann geht er nicht mehr durch. Komm ich jetzt rein eigentlich? Ne, muss wahrscheinlich wieder von oben. Was ich hier mache. Ich weiß es noch nicht. Aber wie komme ich da hoch? Wenn ich da oben bin. Von hier, okay. Von da, von hier, von da. Okay. Oh, okay. Das passiert, wenn ich irgendwie. Gehen wir mal hier weiter hoch. Muss ich anscheinend irgendwie von oben rein. So, jetzt machen wir hier. Okay, die ist aktiv. Was ist das hier? Nichts. Aber wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich wirklich von unten. Da unten war sogar ein Lagerfeuer, sehe ich gerade. Sprinten immer. Ich übersehe jetzt hier aber auch irgendwie nichts, ne? Okay, hier können wir vielleicht, warte mal. Vielleicht übersehe ich das hier doch. Zack. Kann ich bestimmt irgendwas klicken. Jetzt geht die Kiste wenigstens auf. Ist ja schon mal was. Zack. Eine Wasserkassette. Schadenswurf. Kraft 9. Der Benutzer wirft einen 20-stelligen Würfel. 1 oder 20-stelligen Würfel. Okay.
Hier auf jeden Fall nicht. Hier ging ja auch nichts, ne? Da war Wind. Schauen wir mal, was wir jetzt da unten finden. Oder ob wir da irgendwie durchkommen oder sonst irgendwas. Hier ist das Lagerfeuer gewesen. Als neues Monster. Was ist hier? Okay. Okay, kein Stress. Bin noch am gucken, wie ich da überhaupt hinkomme. Aber das ist halt eine zu starke Attacke. Dieser Blitz da. Nehmen wir mal zurück. So, beißen. What the fuck? Das sieht mega nice aus. Bam. Metall und daher schwach gegen zukünftige Blitz. Okay, kein Stress. Ist ja nicht so, dass wir die Stolper machen können, ne? Und zack. Handkantenschlag. Sehr gut. Ich spreche mich mal jetzt mal kurz alle hier weg. Ich muss ja irgendwie, muss ich ja da hochfahren. Typ Gras. Also Pflanze. Trifft mir als ein Ziel. Aber auch elektrisch, ne? Ja, macht ja keinen Unterschied, glaube ich, ne? Nee. Soweit ich das erkennen kann. Macht 50. Guck gleich mal. Er ist jetzt geerdet, ist kein Thema. Wenn der das überhaupt überlebt. Und jetzt hier hat er die. Wow. Das ist eh tot. Well. So, warte mal. Ich wollte mal kurz noch was gucken. Okay, der bekommt noch XP. Das sind 1, 2, 3, 4. Ich denke mal so bei 5 Sternen oder so. Entwickeln die sich? Ich habe jetzt nicht hingeguckt gehabt. Kassette ansehen. Sticker bearbeiten. Das mache ich ja eh nie. Sticker verschieben. Hierhin. Sticker verschieben. Hierhin. Sticker verschieben. Hierhin. So. Das sind so die Damage-Dinger. Das ist auf alle, das ganze Team ist gut. So, Kassette ansehen. Als Favorit entfernen, die auf gar keinen Fall. Sticker bearbeiten. Stürmen verschieben wir hier hin. Und den Doppelklaps verschieben wir auch nochmal dahin. So. Würde ich jetzt sagen, lassen wir es so, ne? Jetzt, was ist passiert, wenn ich hier drauf gehe? Nix.
Komm. So, klapp's auf den und ich probier's mal. Ja, ich hätte vielleicht einfach den einfach komplett wegmachen müssen. Egal. Ist nicht komplett One-Hit. Das ist jetzt gerade nur gewohnt für mich. Doppel. Ne, nicht Doppelklapser. Das wäre fatal, glaube ich. Ist nicht schlimm. Zack. Weg mit dir. So nehme ich dich auf und auf geht's. Stürmen. 44. Nicht schlimm. 38 und jetzt zack. Muss jetzt rasant hochgehen. Ja, 100% easy going. Stark. Haben wir den auch? Ja, einfach nur mal. So ein Tank irgendwie gefühlt. Relativ schwach, aber. Oh, ups. Ach, geh doch weg. Mann. Jetzt bleibt da drauf. So. Was auch immer das bringt. Nix. Schlimmer als bei Pokémon hier. Weg mit dir. Multiclubs. Oh. Aber das. Oh, Dings. Ich von da oben reinkommen würde, dann würde das funktionieren. So, mal kurz ausruhen. Mal gucken, vielleicht. Okay, so. Keine Weiterentwicklung. Schade. Gehen wir mal hier weiter. Ja, die mache ich mal alle weg. Oh. Ah, das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. So, jetzt mache ich aber das ganze Team hier. Den mache ich nochmal eins hinweg. Warum sind die denn alle schneller als ich? So, mache ich Doppelklapser, weil dann könnte ich, wenn ich den kille, glaube ich, den anderen noch angreifen. Falls ich das überlebe. Nee.
Mein Kollege stirbt. Ist aber nicht schlimm. Jetzt nehme ich den hier. Trifft das ganze Team. Scheiße, trifft auch das ganze Team. Falls ich die damit nicht killen sollte. Sieg. Energieschuss. In Klammern ungewöhnlich. Oh, 66% kritischer Schaden. Das ist krass. Würde ich behaupten. Weil ich gehe jetzt aber kurz healen. Ich habe geguckt, wie viel Ressourcen ich bekommen habe, aber ich habe wieder 200 Holz, also ich denke mal, dass. Bist du Kaylight befreundet? Ja, ich denke schon. Was mit dir los ist, was meinst du? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was mit euch da ist. So, okay, jetzt bin ich hier. Oh, da ist diese Kanone. Trifft mehr als jedes Mitglied. Oh, das ist eigentlich stabil. Da ist diese Rocket. Das ist der doch, glaube ich. Vom Typ Feuer. Level 17, holy shit. Ich glaube, ich mache das so und versuche den hier One-Hit zu machen. Ziele des Feuertyps können nach Angriff des Giftes Gift als Brennstoff benutzen, um verstärkt zu werden. Kleine AP-Bonus erhalten, Bruder. Okay, das ist krass. So, und okay. Warum sieht man eigentlich das Leben von dem nicht? Oder nicht da, wollte gerade sagen. Oh shit. Oh oh. Oh nein. Das wollte ich nicht. Warte mal, die sind ja Typ Feuer, ne? So, und hier war aber mal ein ganz entspannter Klapser. Das Feuer, dann ist später wird zu einer Wassertyp. So. Ai, 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 ai.
Okay, huh. So. Dem gebe ich jetzt mal richtig, Junge. Ist so aufgenommen. Schaller ich da noch mal richtig rein. Sehr gut. Zack, gefangen. Jetzt habe ich so einen Sprint noch freigeschaltet. Habe ich unten links gesehen. Zack, du kannst jetzt mit B gedrückt halten, um einen kurzen Sprint auszuführen. Hierdurch wird deine Ausdauer verbraucht. Okay, habe ich aber die ganze Zeit schon benutzt. Ist okay. Hunde hier. Tolles Schade, deines Ziels, okay. Ah, okay. Jetzt kann ich diese Felsblöcke kaputt machen. Let's go. Was heißt jetzt nicht das Problem? Aufgrund. Hey, warte, ich versuch's. Da Energie. Da und Crit. Nicht einmal hat das gekrittet. Mit 66%. Jetzt aber komm. War noch mal rein, ne? Let's go. Bam. Wenn der Waffe von Angriff des Eisbären getroffen werden, frieren sie auf der Stelle ein. Der darf aber nicht angreifen, denke ich mal. Ja, guck mal. Richtig stark. Ist das hier? Okay, ist das ein Rätsel? Lass mir jetzt hier nicht hinterher, hab ich keinen Bock jetzt. Okay, hier wird dieses andere. Aber hier kann ich ja jetzt immer durch. Oh shit. Egal. Machen wir kurz weg. Ist doch gar kein Thema. Also dieser Blitztyp gefällt mir richtig gut.
Nee, Schlag. Das war's mit dem Blitztypen. Also Blitz- und Eistyp gefällt mir echt sehr gut. Okay, der ist kurz vor Level up. Schneeschlag und ich habe leider nichts, das so Chance. Dann der TE schon Tempo runter. Oh. Das ist absolut nicht gut. Erhöhen Sie Umfang und die Reichweite von Angriffen des Blitztyps. Multizivilisieren das gesamte Team an. Ja, das ist natürlich super, was ich jetzt gerade gemacht habe. So. Handkantenschlag. Komm. Jetzt habe ich gedrückt. Handkantenschlag. Zuerst dann hier Gefühl des Zieles. Metall. Resonanz zu. Ja, komm. Zack. Metallleiter erhöht sowohl den Umfang als auch die Reichweite von. Wunderbar. Donnerexplosion. Hört mega gut an, Junge. Scheiße, Junge, dieses Leiten, das ist ja schon krass. Doppelklapser, Render. Fernkampf. Okay, entfernt Shuttle vom Ziel. Der hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sterne hat er jetzt. Ich war gespannt. Bricht. Nein, dich du auch noch. Okay. Probier. Hier wäre ein Stein. Oh, hier ist irgendwas, was ich nicht kenne. Da ist ein Stein, da ist ein Stein. Das könnte einfacher sein, als ich denke. Könnte ich mir jetzt. Ritual. Er weckt ein. Okay. So, warte mal, ich bin jetzt komplett abgedriftet. Weil ich wollte da eigentlich ja hoch. Klar, dass meine Monster eigentlich alle sehr beschädigt sind. Ich darf hier nicht rein. Aber hier ist ein Lagerfeuer, das nehmen wir mal kurz mit.
jetzt mal schnell ausruhen. Boah, ich suche jetzt aber auch hier schon lange, ne? Mein Gott, was will ich denn von mir? Da. Okay, sag ich ja, bei 5 Sternen, dann entwickeln die sich. So. Gestalt. Stärkere Gestalt. Oh, geil. Fernkampfangriffe oder Schallern bei der. Aber warte mal, die Mission habe ich doch schon fertig. Was will ich denn hier überhaupt noch? Die Jagdquest habe ich ready. Schon unterwegs eingeschlafen. Das kann ich ja anscheinend hier alles ehrlich. Wait, das ist. Ich wusste gar nicht, dass das ein Monster ist. Ich höre ja so einen fucking Busch. Okay, ich sehe aber auch relativ stark, so wie es aussieht. 100 Holz. Die wir sind manchmal. Sehr effizient bei Aufnehmen von Monster Astraltyps. Uiuiui. Was ist das für einer? Jetzt bin ich hier weggegangen. Ja komm, ich gehe jetzt mal die Mission da abgeben. Scheiß auf den. So. Hatten ja gesagt, das war ja eigentlich Ziel der Ziel der Folge, aber ja. Bonjour. Ich hab was für dich. Her damit. Was? Kassetten sind effektiver als die normalen. Interessant. Mit einer hohen Effizienz. Ja, komm, machen wir mal. Machen wir mal so 5 Stück. Von denen wollen wir noch 10. So. Das ist ein guter Verkäufer, da muss man sagen. Oh. Neue Quest. Okay. Schön. Ja, warte mal. Kann ich hier eigentlich, wenn ich jetzt hier so. Boom. Ne, das geht nicht. Weil ich mich so hoch katapultiere, weißt du? Boom. Greetings! Zack. Huh? So, ja, niemals gedacht. Okay. Excellent! Sagt jetzt römische Reich was? Ja, klar. Ist die Revolution stattgefunden? Jeweils Menschen auf dem Mond gelandet. Ja klar. Right. Letzte Frage. Hast du schon einen schönen Tag? Hat es schon einen Tag der Vögel gegeben? Was? Thank you. Noch einmal danke, dass du mir geholfen hast. Bitte liebe. Oh. Hat eine sehr hohe Effizienz beim Aufnehmen von Monstern des Typs. Bestien Typs bei Kindern beliebt, hey. Okay, hau raus. Welche soll ich jetzt? Du hast das offene Monster namens Kapuze oder Maske aufgenommen. Achso, okay, ich hab die schon. Deswegen. Greetings! Excellent! Ist einfach Kassette. Ja, habe ich auch schon anscheinend. Wunderbar. Greetings. Oh.
Lufttypse. Aero-Kassette macht ja Sinn. The truth is. Ist mir klar, das. Thank you! Quest abgeschlossen. Greetings! Goodness gracious! Thank you! Oh krass, jetzt habe ich ja viel bekommen. Das ist wahrscheinlich für Dings. Monster, ja. Feuertyps, das ist wahrscheinlich Pflanzen. Gift. Das sind einfache und das sind die für die hohe Effizienz. So, wenn ich 20 gereicht habe, hat er gesagt, ne? Ich glaube ja. Das war so 20. So, damit würde ich aber sagen, beenden wir die Folge. Hat auch eine kleine Transformation sogar, also eine Weiterentwicklung. Ja, und dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wann die Folgen jetzt nochmal weiterkommen oder sonst was, weil Diablo jetzt morgen für mich anfängt, am Dienstag. Da werden wahrscheinlich ein paar weniger Folgen kommen. Aber ich denke mal, eine Folge mache ich jetzt noch und dann kommt erst Diablo. Daher werde ich wahrscheinlich auf einen 2-Tagestakt gehen von den Videos, damit die Videos laufen. Und ja, aber das werdet ihr alles mitbekommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.